Hallo und herzlich willkommen, liebe Kreuzwort-Akrobaten, zu einer neuen rätseliziösen Kreuzwort-Rätselrunde. Es ist mal wieder soweit. Es ist ja auch nur einen Tag her, dass das letzte Mal eine Kreuzwort-Rätselrunde war. Und ich würde sagen, wir können gleich mal wieder anfangen. Oder soll ich mir sowas ausdenken wie um Gottes Willen, Intro-Gags für das ganze Zeug? Nee, danke. Jeden Tag wird schwierig. So, Asiat könnte zum Beispiel sein. Chinese, Japaner, beides passt. Okay, okay. Altperuanischer Adliger, weiß ich noch nicht. Just ist, glaube ich, könnte plötzlich sein, aber weibliches Reh. Oh, was war das weibliche Reh? Ich fange erstmal, glaube ich, bei einer. Bei irgendwo an, wo ich was weiß. Farbe könnte blau sein, kaum hörbar. Ja, ist leise. Also das ist hier blau und das ist leise. Ah, nein, nicht leis. Das war jamaikanischer Musikstil. Och Mensch, wir hatten gestern noch den Rasta, aber das war's nicht. Wie hieß das? Reggae. 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 Da AE für L steht, ist das Reggae. Kurz für Abitur ist das Abi. Englisch bekommen. Get. Not become. Become is a something different. Seitlich. Da gab es doch mal lateral. Aber das is it nicht. Das is ja schlecht. Okay, was haben wir hier noch? Eine Baumfrucht. Ist eine Frucht oder ein Obst? Obst ist es auch nicht. Baumfrucht. Könnte ein Apfel sein, zum Beispiel. Oder eine Birne. Dementsprechend. Oh, was war denn nochmal der Almhirte? Das hatten wir so oft mittlerweile. Oh, hier ist es diesmal ein bisschen schwieriger. Gefrorenes. Machen wir erstmal Eis draus. Kapitalertrag. Erlös ist es nicht. Aber was ist denn das? Ein Zins. Genau. Sollte ich wissen, ich habe mit sowas mal zu tun gehabt. Also mit Zinsen? Keine Ahnung. Hatte jeder schon mal. Nee, mit Kapitalerträgen und sowas. Provinzler. Ist das Landei mal wieder? Genau. Ehemaliges US-Abwehrsystem. ID oder so? Nee, warte. Probieren wir mal erstmal die Essenz hier aus. Genau. Balte ist dann wahrscheinlich der Este. Huch. Was war das nochmal? SDI hieß das. Okay. So, der Este ist der hier. Der Almhirte. Oh, ich komme gerade wirklich nicht mehr drauf. Na, mal gucken. Vielleicht fällt es uns noch. Geländeform ist mal wieder die Ebene. Ah, der Zen war das. Das war der Zen. Üble Pläne. Ja, gute Frage. Kraftfahrzeug, Abkürzung. Kraftfahrzeug mit S? Okay, ein Bus? Ein Omnibus? Ja, es ist Bus gemeint. Wow. Okay, Fred Durst. Nein, das ist es nicht. Seetang. Weiß ich auch gerade noch nicht. Seltener. Selten, nicht öfter. Selten. Nicht Sekten. Ist es aber nicht. Okay. Nobel. Fluss durch Berlin müsste ich jetzt eigentlich wissen. Mit 5 Buchstaben würde mir jetzt das da einfallen. So. Lagerstelle.
Lagergestelle, ja. Ach so, das sind Regale. Es funktioniert. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Adlige sein soll. Schmale Straße. Ist das auch eine Allee? Nee. Das wäre ja auch komisch. Eine schmale Straße, eine schmale Straße. Übrigens, der Asiat ist hier der Chinese, weil der Japaner nicht mehr passen würde. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Altperuanischer Adliger. Nee, noch keine Ahnung. Noch keine Ahnung. Wasservögel sind. Puh. Ach, wie hieß denn nochmal das weibliche Reh? Bache. Ist auch weiblich, ist aber kein Reh. Englische Biersorte ist natürlich Ale. Barmherzig. Ich glaube, das endet auf I. Erstmal ein Haltebolzen. War doch Niet. Gütig ist barmherzig. Ja. Elele, ich bin gerade ein bisschen. Ich weiß nicht. Irgendwie. Gründlich. Perfekt ist es wahrscheinlich nicht. Also, perfekt ist nicht gründlich, meiner Meinung nach. Auch wenn es reinpassen würde. Ich hätte ja sogar. Das ist. Puh. Baumfrucht. Ja, scheint die Birne zu sein. Mensch, natürlich. Klappt doch. Okay, dann ist perfekt sowieso schon mal raus. Was sind noch mal die üblen Pläne? Was sind die üblen Pläne? Ich muss jetzt auch mal üble Pläne aushecken. Nee. Nee, keine Ahnung gerade. Nicht öfter, ist auch nicht weniger. Ein Mainzelmännchen. Ein Mainzelmännchen? Oh Gott, das ist heute aber mal auch eins, da bin ich so ein bisschen raus. Wahrscheinlich auch, weil ich das weibliche Reh gerade nicht im Kopf habe. Wo kann ich weitermachen? Wo ist noch etwas, was ich übersehen habe? Schmale Straße. Plötzlich. Was könnte man als anderes Wort für plötzlich nehmen, was ein H am Ende hat? Huch! Nein, das Wort wird es definitiv nicht sein. Oh, und was könnte bei Dutt gemeint sein? Was könnte da bei Dutt gemeint sein? Ich glaube, ich komme nicht auf das Wort, wenn ich mir an den Haaren rumspiele, aber. Nobel. Erstmal hier die Alpenweide.
Also es könnte die Alm oder die Alp sein. Und es ist die Alm. Okay, Seetang. Immer noch keine Ahnung. Mainzelmännchen. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint. Ede? Nee. Ach ja, doch. Und hier haben wir Edel. Aber nee, Ede würde kommen. Ah, okay, nicht öfter als einmal. Jetzt geht's endlich. Edi? Keine Ahnung. Seetang sind Algen in dem Fall. Jetzt haben wir's. Oh Gott. Ah, hier ist es Rebell. Ich habe keine Ahnung. Okay. Kenne ich nicht diesen Fred Astaire oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Ist mir auch völlig. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn ich ihn falsch ausspreche. Okay. Üble Pläne. Ich versuche gerade rauszufinden, was hier vor dem E kommt. Das wird richtig schwierig. Das ist ausnahmsweise mal ein Kreuzworträtsel, das ich ganz schön schwierig finde, aber eben auch, weil ich mich mit altperuanischen Adligen nur wirklich nicht so auskenne. Ich glaube, dieses Wort hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber ich versuche mal. Ach so, damit ist Knoten gemeint. Boah. Boah. Wow. Ja, okay. Ist ein Wort. Ränke sagt mir zumindest was. Ich hätte das zwar nicht mit bösen, üblen Plänen in Verbindung gebracht, aber jetzt zumindest im Nachhinein kommt es mir sehr, sehr, sehr logisch vor, weil ich Pokémon gespielt habe. Ich denke mal, ihr wisst, an welche Attacke ich da anspiele. Ja. Ist der. Ah! Der altperuanische Adlige ist ein Inka. Ich dachte, das wäre ein Volk. Seitlich. Nebel? Nein. Sind. Nee, Eulen sind keine Wasservögel. Das sind Nachtvögel. Aber ich gebe es einfach mal ein. Oh, schade. Enten. Aber. Ach so, und seitliches Neben. Oh, jetzt kommt so alles wieder. Ja. Und die Straße ist eine Gasse, natürlich. Ich glaube, vielleicht sollte ich keine Kreuzworträtsel lösen, wenn ich mehr oder weniger gerade aufgestanden bin. Wenn es noch vergleichsweise früh am Mittag ist. Okay, gründlich. Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Aber ich versuch mal was, und zwar, ich weiß, das weibliche Reh heißt nicht so.
Ricke war's. Oh ja, genau. Ich wusste, es war irgendwas mit R und CKE, also mit R am Anfang und CKE am Ende. Ele. Gute Frage. Wäre auch komisch, wenn hier ein C hinkommen würde. Na? Okay, ja. Ich möchte nicht aussprechen, wie das Wort heißt, denn ich habe keine Ahnung, ob man das wie ein G oder ein J spricht. Also sprich, welcher Sprache das abstammt. Plötzlich. Okay. Nein. Je. Yeah. Oh Gott. Es wird noch was. Es wird noch was. Gründlich ist dann wohl radikal gemeint. Uiuiuiui. Ich finde ja, manche von den Sachen sind ja. Oh. Die waren heute. Huiuiui. Und ich habe trotzdem noch unter 20 Minuten nur gebraucht. Zwar wieder mal mit ein paar Mal einzelne Buchstaben raten. Aber ich glaube, ich habe diesmal eher so Vokale geraten und nicht ganze Konsonanten. Beziehungsweise das ganze Alphabet durch. So, dementsprechend, das haben wir fertig. War wirklich, also, das war heute mal ein anderes Level als an anderen Tagen. Obwohl ich jetzt bei Gasse zum Beispiel oder bei Radikal, Enten, ja, Knoten. Also Ränke fand ich wirklich ein bisschen schwieriger, weil es nicht so oft vorkommt oder eigentlich bisher noch gar nicht vorkam. Aber sonst, okay, viele von den Worten waren jetzt nicht so schlimm. Okay, dann machen wir doch mal hier weiter. Jetzt muss ich mich trotzdem, muss ich. Schauen wir mal. Also jetzt muss ich mich wieder mal ein wenig reformieren. Nein, ich muss meinen Ruf wiederherstellen, indem ich jetzt das Lösungswort rausfinde. Okay, das ist das. Das ist das. Weiß ich noch nicht. Könnte sein. Ja, ich glaube, hier kommt schon mal der Buchstabe hin. Okay. Ich glaube, das ist heute nicht mein Tag. Das ist schon mal klar. Könnte hier das sein? Okay. Okay. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so sonderlich viele Sachen gerade. Ich glaube aber, den ersten gefunden zu haben. Was haben wir dann noch?
Okay, wo ist Nummer 4? Aha. Okay, ah, okay. Es könnte gegebenenfalls, also ich könnte gegebenenfalls das Wort schon haben, aber ich werde sicherheitshalber. Nee, könnte auch was anderes sein. Okay, Teil des Jugendamts. Was könnte das denn sein? Was gehört denn zum Jugendamt noch so dazu? Familiengericht vielleicht? Puh. Also noch versuchen wir es mal. Das ist das. Das ist mir noch nicht ganz. Ach doch, das ist mir bekannt. Das weiß ich auch schon. Okay, südamerikanisches Säugetier. Ich weiß, damit komme ich jetzt noch nicht so wirklich hin, aber das weiß ich. Dann fängt das hier mit einem an. Okay. Was könnte der Bottich sein? Eimer geht ja sowieso schon mal nicht. Ein Fässchen, Fass? Nee. Eine Haltung. Eine Haltung. Auch keine Ahnung. Okay. Es ist gar nicht so einfach. Also hier den weiß ich, das ist klar. Da bei der Kurzhalsgiraffe wüsste ich es jetzt nicht. Also. Oh Gott. Was könnte das Bilderrätsel sein? Ich weiß, was hier reinkommt und ich weiß, was hier reinkommt. Ich weiß noch nicht, was hier reinkommt. Und das. Das ist nervig. Okay, ich würde mal sagen, ich gebe mal die Buchstaben, die ich weiß, ein. Und gucke mal, ob ich hier vielleicht noch sportlicher Freizeitspaß. Was könnte das denn sein? Also, ich würde jetzt laufen, zum Beispiel nicht unbedingt so als Freizeitspaß. Warte mal, hier können wir was. Okay, hier kommt wahrscheinlich entweder Lord oder Duke rein. Nee, weder noch. Weil das hier. Also das hier weiß ich. Das weiß ich noch nicht. Okay, machen wir hier mal. Ich komme noch weiter. Ich krieg noch die 8 raus. Vielleicht weiß ich dann das Wort. Englischer Adelstitel weiß ich eben noch nicht. Oh, dass die alle 4 Buchstaben haben, das ist so. Häuserblock. Ein Häuserblock. Das passt nicht. Also das weiß ich, was hier reinkommt. Das heißt, das muss irgendwie. Oh Gott. Okay. Kann sein, dass ich jetzt gerade nicht so richtig Ahnung habe, was das für ein englischer Adelstitel sein soll, weil.
Ah, nee, ein. Ah, okay, ein, ich hab's gleich, Nee, ich komme tatsächlich immer noch nicht drauf, welches der erste Buchstabe ist, aber ich weiß den zweiten, dritten und vierten. Und ich glaube nicht, dass es etwas ist, was auch in Skyrim Verwendung findet. Mit einem J am Anfang, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es es nicht. Okay, Häuserblock. Also das habe ich, glaube ich, hinbekommen. Das habe ich auch. Also. Warte mal, wenn das dann aber das ist. Nee, kann ja gar nicht. Ah, ich habe die Biersorte auch jetzt gerade im Kopf falsch. Ich weiß, das ist gerade. Ich würde es ja am liebsten. Ach, ich sag's einfach. Ich hatte erst bei der Biersorte an Weizen gedacht, aber das kommt mit der Lohnsteuer nicht hin, weil die in der Abkürzung, das muss ich leider auch wissen, ist LST. Dann haben wir hier Verbindungsbolzen Need. Dann haben wir hier die Märchenfigur Ali Baba. Also haben wir hier ein L und haben hier ein S. Was ist denn das für eine Biersorte? Davon mal abgesehen, dass ich sowas ja nicht trinke. Also Kapitän bei Moby Dick weiß ich noch. Ist Ahab. Ich gebe das trotzdem mal noch nicht ein. Große Eule ist natürlich der Uhu. Wohlwollend wäre wahrscheinlich gütig. Und dann wäre hier ein I. Muss aber nicht sein. Muss nicht sein. Gewand der Araber. Tja, da bin ich wieder raus. Der Kontinent hier ist auf jeden Fall Afrika. Und die Ablage ist wahrscheinlich dann das Regal. Und damit haben wir nämlich die 3 als G. Also ich habe die 8 immer noch nicht so recht raus. Versuchen wir es mal. Geben wir mal Sachen ein. Also ich weiß, es fängt mit V. Also ich gehe davon aus, dass es ein SUV. Ja, dann fängt es mit V an. Wörtliche Wiedergabe ist das Zitat. Ablage wäre das Regal. Und hier Landeskriminalamt ist natürlich das LKA. Und dementsprechend, eigentlich sieht es voll nach Vagabund aus. Aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher. So, die getrockneten Weintrauben sind Rosinen. Natürlich. Quittung. Quittung. Ja, sowas wie eine Rechnung. Schmuckring weiß ich auch noch nicht. Stockwerk ist auf jeden Fall die Etage. So. Dann. Ach, die Quittung ist der Beleg. Natürlich. Ja, sollte ich auch wissen, wenn ich schon LST für Lohnsteuer kenne. Dann kenne ich auch, weiß ich auch, was Belege, Quittungen, Rechnungen, Bons und was weiß ich alles sind. So, dann machen wir hier erstmal Neat. Häuserblock, glaube ich, ist Karree. Ja. Und dann haben wir hier Alibaba und ich glaube, wie gesagt, es ist nicht der Jarl. Es ist der Karl. Ja, tatsächlich, da weiß ich gerade nicht. Okay, die Biersorte ist natürlich ja dann ein helles. Ah. So, sportlicher Freizeitspaß könnte jetzt natürlich Rodeln sein. Oder so. Aber ist es nicht. Radeln gibt es nämlich auch noch. Und da war es ein bisschen, also klar, man könnte jetzt sagen, es stand ja nicht Winter dabei, aber wo hätte man denn das noch, eintragen sollen. So, das ist der Aralsee. Jetzt komme ich auch endlich drauf. Tja, der Kontinent war natürlich, huch. Afrika. So, also es sieht immer noch nach Vagabund aus, tatsächlich. Deswegen habe ich gemeint, dass ich glaube, das ist das Lösungswort. Aber andererseits, hier könnte genauso, wenn das hier gütig wäre, könnte hier ein I stehen und dann klappt das wieder nicht. Aber warum sollte hier ein I vor dem D stehen? Dementsprechend so. Außerdem Schauspieler Bruce, er will es. Er will es und zwar so richtig. So, biblische Männergestalt. Wollen wir doch gar nicht wissen. So, wir hatten auch hier den Captain Ahab.
Den Uhu. Ja. Agathe? Agathe wäre zum Beispiel so ein Frauenname. Oder Agatha. War klar, dass es wieder auf eine 50-50-Entscheidung hinausläuft. So, dann. Also ich würde sagen, es endet auf sick. Spaßig. Ja, ganz easy. Kelch. Ich hätte ja hier an sowas wie Gral gedacht erst, aber. Ja. Zugetan geht auch nicht. Das weiß ich leider nun gar nicht gerade. Teil des Jugendamts. AMD. Nein, 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 das wird sicher nicht sein. Der Schmuckring. Oh Gott, jetzt muss ich meinen Diablo und wie das nicht alles heißt. Nee, muss ich erstmal nicht wissen. Oder mein Wissen zu WoW oder sonstigen RPGs, die Schmuckringe enthalten. Ein Reif. Das ist ein Reif. Ein Mentor ist in dem Fall dann wohl ein Berater. Englisch Loch ist natürlich klar. It's a whole hole. Also ich würde mal sagen, wenn hier wirklich Vagabund steht, dann ist es ein Rabus Rebus Rebus. Natürlich. Ich hätte fast was anderes eingetragen, aber nur, weil ich eine Person kenne, die so ähnlich heißt. Nur mit einem anderen Vokal. Okay, ein Bottich. Büttel? Nee. Das würde ja gar nicht gehen und wäre auch, glaube ich, was anderes. Eine Haltung ist mir auch noch nicht so ganz bekannt, aber die indonesische Insel Java. Ich bin gerade am Überlegen, ob das die kleinste war oder die größte. Ich glaube, die kleinste habe ich letztens mal irgendwo gelernt. Also ich glaube hier, das ist irgendwas mit Ü. Das klingt, das sieht so komisch aus. Nee, nee. Gucken wir mal, was noch so alles geht. Biblische Männergestalt, keine Ahnung. Also machen wir hier mal Abi. Aber, aber. Ja, ich dachte mir jetzt, also da wird doch sicherlich nichts so mehr. Wohlwollend, oh Gott. Also, Kulant. Nicht Lukant, Kulant. Natürlich. Weil, wenn hier Vagabund wirklich hinkommt, dann, Bottich ist kein Dübel. Und jetzt bin ich so bald raus. Gott, was ist denn ein Kelch in dem Fall? Ein Pekan? Nee. Ah, Pokal war gemeint. Ah. Ach Mensch. Lu Sambia, die Hauptstadt von Sambia. Die lernen wir jetzt anscheinend. So, Teil des Jugendamts ist natürlich der erste deutsche Rundfunk. Nee, nee.
AVD, AJD, nee, AFD. AOD, APD, AID, AUD, AZD. Jetzt gucken wir einfach mal, wo bleibt es stehen? AWD, AQD, AAD, ASD, F-Movie. Was ist denn, wenn mir jemand mal nochmal in die Kommentare schreibt, welcher Teil des Jugendamts ist denn AS, ist, wird der mit ASD abgekürzt? So, Bottich. Ist der Kübel. Ah, Oberst Kübel. Natürlich. Ich rate hier und es ist falsch, natürlich. Okami. Nee, nee. Okasi? Was ist denn diese afrikanische Kurzhalsgiraffe? Okapi? Oh, wieder ein neues Tier gelernt. Ein Okapi. Ich sollte vielleicht mal solche Sachen raussuchen und als Bild mit einfügen. Wollte ich ja eigentlich schon bei irgendeinem Hund machen. Habe ich das? Nee, ich habe das nicht gemacht, glaube ich. Hilfe. Das wäre, glaube ich, mal gut, bei manchen Sachen wirklich nochmal dazu zu. Also was zum Ansehen hinzuzufügen, um. Um dann das Ganze auch besser im Gedächtnis zu verankern, weil ich habe keine Ahnung, was ich mir unter einem Okapi vorstellen muss. Außer eben eine afrikanische Kurzhalsgiraffe. Ich kann mir nur, also, vorstellen, dass es eine Giraffe, wenn bei der Schöpfung sich nicht gedacht worden wäre, machen wir das Ding nochmal sehr lang. Also, es sieht eigentlich dann normaler aus als eine Giraffe. Nein, normaler, also halstechnisch der sonstigen natürlichen Norm angepasst. So, eine Haltung. Oh Gott. Post? Nein. Pose. Pose war's. Wow. Was? Sag mir nicht. Das ist ein richtig fieses Wort. Seeal. Das hat so viele. Das hat doppelt so viele Vokale wie Konsonanten. Ist ja herrlich. Ich finde das gut. So, wie weit sind wir eigentlich? Oh Gott, ey. Wir sind schon ziemlich lang diesmal dabei. Kann ja auch mal ruhig sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade Sila. Sila. Silam. Silan? Ich weiß auch nicht, was ich mir jetzt unter dem Wort, außer es ist jetzt wieder sowas, Silas. Okay. Lusana, Lusara, Lusaya, Lusata. Ich muss jetzt nur noch durchprobieren. Dann bin ich fertig. Lusaka. Okay. Hauptstadt von Sambia, Lusaka. Huiuiui. So. Okay. Was hatten wir hier? Auch Karree. Karree war fies. Vor allem, weil bei solchen Wörtern denke ich immer eher an eine Schreibweise mit C. Aber gut, wenn es das im Deutschen so, wenn das so geschrieben wird, dann ist das so. Was hatten wir hier noch so dabei? Also, auf jeden Fall heute ordentlich fordernde Rätsel für meine Verhältnisse. Okapi war, oder Seeal war echt fies. Seeal war, also damit rechnest du nicht, dass du so viele Vokale hintereinander hast. Ich zumindest nicht.
Geländelimousine, SUV, also ich finde die, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber auf der anderen Seite konnte man sich so Java zusammenreimen. Ich weiß nicht, ist... Also ich würde jetzt ein SUV nicht als Limousine bezeichnen. Ich würde sagen, es ist ein großes Auto und das war's. Aber ich glaube, ich müsste mal so ein paar ernsthafte Gespräche mit demjenigen führen, der hier diese Rätsel sich ausdenkt, an welchen Stellen er vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben sollte oder anders. Aber das, nein. Ich bin derjenige, der hier das Rätsel trotzdem löst, also dementsprechend ist das okay. So, Berater als Mentor ist okay gewesen. Ja, Bilderrätsel, Rebus, noch nie diese Form gehört, aber vielleicht ist das eine spezielle Art von Bilderrätsel. Ich werde vielleicht mal nachschlagen und gegebenenfalls landen da jetzt auch endlich mal Beschreibungen dazu im Video. Genau. Also wenn ich das darum erweitere, dann hoffe ich, dass ich mit meinem Zeitplan trotzdem gut hinkomme. Mal sehen. Wenn es nicht drin ist, bitte nicht traurig sein. Auf jeden Fall, das war's dann wieder mit unserer Kreuzworträtselrunde und ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß daran. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es dann wieder etwas leichter wird. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja. Aber zumindest das Wort Vagabund habe ich richtig rausbekommen, obwohl ich nicht alle Buchstaben hatte. Ziel erreicht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.